Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Seltsame Unterstützung. Flüchtlingsunterstützer schänden Maueropfer-Gedenkkreuze. Trotz Stellenstreichung in Neukölln gibt es weiterhin Stadtteilmütter und das Wetter ab Donnerstag wird's wieder kälter. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 3. November. Warten auf Räumung. Die Räumung des von Flüchtlingen besetzten Schulgebäudes in Kreuzberg steht offenbar in Kürze bevor. Sollten die etwa 45 Menschen nicht freiwillig ausziehen, werde der Bezirk zeitnah handeln, sagte die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann am Montag. Geplant sei dann ein sogenanntes Amtshilfeersuchen an die Polizei, die dann die Flüchtlinge aus dem Gebäude bringen soll. Auch weil die Situation in dem Schulgebäude wegen versperrter Fluchtwege nicht sicher sei, werde der Bezirk nun ohne Zeitverzögerung aktiv werden. Unterdessen soll eine Gruppe von Unterstützern der Flüchtlinge die 7 weißen Gedenkkreuze für die Mauertoten am Spreeufer am Reichstag entfernt haben. Sie sollen an die Außengrenzen der EU gebracht werden, sagte Philipp Ruch, der Sprecher der Gruppe Zentrum für politische Schönheit, am Montag. Während ganz Deutschland sich darauf einstellt, dem Fall der deutschen Mauer vor 25 Jahren zu gedenken, stehen die neuen Mauern um Europa, an denen mindestens 30.000 Menschen gekentert sind, heißt es auf der Internetseite der Gruppe. Opferverbände äußerten Entsetzen über das Vorgehen der Aktivisten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Warten heißt es auch bei den Lokführern, denn ein neuer Streik der GDL wird immer wahrscheinlicher. Laut Deutscher Bahn sind die Verhandlungen mit den Lokführern am Wochenende gescheitert, wegen einer Kehrtwende der GDL. Nun will die Gewerkschaft über einen neuen Streik nachdenken. Im Gespräch sind bis zu 91 Stunden Ausstand. Noch am Montag sollen die ersten Gespräche dazu laufen. Bereits ab Dienstag könnte daher ein Streik ganz Deutschland lahmlegen. Überraschender Rücktritt. Air Berlin-Chef Wolfgang Prock-Schauer tritt zum 1. Februar kommenden Jahres zurück. Neuer Vorstandschef werde Stefan Pichler, teilte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft in einer Ad-Hoc-Mitteilung am Montag in Berlin mit. Erst vergangene Woche hatte Prock-Schauer weitere harte Einschnitte bei der Airline angekündigt. Über die Gründe seines Rückzuges wurde nichts bekannt. Studie vorgestellt. Die Hälfte der 100 Lieblingswebseiten von Kindern enthält Werbung oder werbliche Botschaften. Aber nur die wenigsten Kinder sind in der Lage, dies auch als Werbung einzuschätzen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Landesanstalt für Medien NRW und des Jugendministeriums. Gerade deshalb, so die Staatssekretärin im Familienministerium, müsse die soziale Kompetenz von Kindern gestärkt werden. Gerade auch im Hinblick auf das sogenannte Tracking, die Rückverfolgungsmöglichkeit besuchter Seiten im Netz. Welche genauen Schritte das Ministerium nun jedoch unternehmen wolle, wurde nicht genannt. Stadtteilmütterprojekt geht weiter. Zumindest in Neukölln versucht man, den Wegfall von rund der Hälfte durch den Bund bislang finanzierter Stellen zu kompensieren. Dazu begrüßte am Montag Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski im Neuköllner Rathaus 23 neue Stadtteilmütter, die über die Diakonie ausgebildet werden sollen. Eine Kofinanzierung mit dem Jobcenter macht dies zunächst für 6 Monate möglich. Die Stadtteilmütter betreuen Familien, die sonst nur schwer für die Jugendämter erreichbar sind. Erst vergangenen Freitag hatten hunderte Stadtteilmütter vor dem Abgeordnetenhaus und dem Bundesarbeitsministerium gegen den Wegfall ihrer Förderung protestiert. Bislang finanzierte der Bund mithilfe eines Sonderprogramms diese Stellen. Weiterhin Sperrung. Die Straße unter den Linden war an der Berliner U-Bahn-Baustelle der U5 auch am Morgen noch wegen Straßenschäden gesperrt. Zwischen Schadow und Wilhelmstraße hatte sich am Samstag die Fahrbahndecke um einige Zentimeter gehoben, hier Archivbilder, weil Druckluft an die Oberfläche geraten war. Die stammte aus der Abbaukammer des Tunnelbohrers Berlinde, der die Tunnelröhre für die U5 ausbohrt. Warum die Druckluft austrat, ist noch nicht ermittelt. Unklar ist auch, wie lange das Straßenstück gesperrt bleiben wird. Und damit sind wir auch schon beim Sport. Am Halloween-Wochenende konnten die Berliner Eisbären weder am Freitag in Straubing noch am gestrigen Sonntag zu Hause gegen München, den Gegner, das Fürchten lernen. Nach der 3:5-Pleite gegen den Tabellenletzten aus Straubing verloren die Spieler von Trainer Jeff Tomlinson mit 2:3 gegen Red Bull München.
Die Tore für die Eisbären erzielten Pjotr Pohl und Antti Mitjänen. In der Tabelle liegen die Eisbären nun auf dem 11. Rang. Es ist halt wirklich im Moment ein bisschen deprimierend. Man gibt wirklich alles. Man hängt seinen ganzen Körper da rein und versucht alles richtig zu machen. Aber im Endeffekt reicht es trotzdem nicht. Und wie gesagt, wir können uns jetzt erstmal wieder sammeln. Wir müssen in der Pause uns gut erholen. Und wenn wir wieder, ich glaube, das nächste Spiel ist in Hamburg, wenn wir in Hamburg wieder auftreten, dann werden wir wieder geschlossen auftreten und 3 Punkte hoffentlich holen. Ja, und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es bewölkt, in weiten Teilen aber trocken. Das Quecksilber fällt auf 10 Grad. Am Dienstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix. Die Tageshöchstwerte liegen bei ca. 16 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Der Mittwoch fällt in weiten Teilen bedeckt aus. In der Nacht zu Donnerstag gibt es auch leichten Regen. Ab Donnerstag bleibt es dann vorerst bewölkt, aber trocken. Die Tageshöchstwerte liegen dabei um die 11 Grad. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.